Okay. Ihr wünscht euch nochmal die Aufgabe mit der Geburtstagsparty. Ja? Und bei der Aufgabe ist gegeben, wir haben in einer Schulklasse 23 Kinder. So. Wir haben 23 Kinder. Und die Aufgabe ist, wie wahrscheinlich ist es, dass es an mindestens, dass mindestens zwei der Kinder am gleichen Tag Geburtstag haben? Wie wahrscheinlich ist es, dass mindestens zwei von 23 Kindern am gleichen Tag Geburtstag haben? Ne? Stellt euch vor, ihr geht in eure Schulklasse und habt eine neue Schulklasse, 23 Kinder sitzen da, Grundschulklasse, alle ganz goldig und so weiter. Und dann habt ihr eine Klassenliste und ihr guckt, wann haben die Geburtstag, damit man das vielleicht auch nochmal bespricht mit Geburtstagen und das am Kalender irgendwie verortet. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens zwei am gleichen Tag Geburtstag haben? Und da kann man noch ein paar Rahmenbedingungen vielleicht festlegen, wie dass es keine Zwillinge und Drillinge und so gibt, also sind Kinder alle aus und keine Geschwister und keine Ahnung, also Kinder aus unterschiedlichen Familien und keiner hat am 29. Februar Geburtstag, um die Schaltjahre mal auszusparen. Okay. Wie seid ihr da vorgegangen? Wie könnte man da vorgehen? Ja. Stopp, genau. Am kürzesten ist es über das Gegenereignis. Darüber sollten wir vielleicht kurz nochmal sprechen. Warum geht man hier über das Gegenereignis? Ja. Dann würde das ja bedeuten, dass innerhalb dieser 53 Tage die Kinder möglicherweise mindestens zwei oder sogar alle oder so an seinem Tag Geburtstag haben. Und das könnte ja jeder Tag sein. Dann wäre es viel einfacher, einfach zu gucken, okay, wir streichen das raus, was nicht die Antwort ist, also dass sie eben an unterschiedlichen Tagen Geburtstag haben. Und es sind eben drei. Genau, das Ergebnis schauen wir uns gleich an. Erst einmal, dass allen klar ist, warum geht man über das Gegenereignis? Wir wollen ja schauen, du hast gerade gesagt, genau, es geht ja um mindestens zwei am selben Tag Geburtstag. Es könnte ja auch der Fall sein, dass alle am selben Tag Geburtstag haben. Also es könnte der Fall sein, alle haben am selben Tag Geburtstag. Es könnte auch der Fall sein, 22 haben am selben Tag Geburtstag. Und es könnten ja auch alle Tage sein. Und wenn 22 am selben Tag Geburtstag haben, es könnten alle Tage sein und der eine, der nicht am selben Tag Geburtstag hat, kann ja an allen restlichen Tagen Geburtstag haben. Also das sind schon ziemlich viele Möglichkeiten. Es können aber auch 17 am selben Tag Geburtstag haben und die anderen an anderen Tagen. Oder es können 5 am selben Tag Geburtstag haben und 5 andere an einem anderen Tag. Auch das wäre ein Fall, den man separat berechnen müsste. Oder 5 am selben Tag Geburtstag und 7 an einem anderen Tag und alle anderen an unterschiedlichen Tagen. Oder drei haben am selben Tag Geburtstag, drei weitere an einem anderen Tag Geburtstag und zwei an noch einem dritten Tag gemeinsam Geburtstag und so weiter. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ne? Ihr könntet auch 11 Paare haben, die an unterschiedlichen Tagen jeweils am gleichen Tag Geburtstag haben. Also zwei haben gemeinsam am 1. Januar, zwei haben gemeinsam am 13. März zwei, und so weiter. Bei 11 Paaren und einer der 23. hat irgendwie nochmal an einem anderen Tag. Oder der hat auch noch mit einem der Paare am gleichen Tag Geburtstag und so weiter. Und also wenn ihr all diese Fälle ausrechnen wollt, dann müsst ihr Wahrscheinlichkeiten ausrechnen für alle möglichen dieser Fälle. Und das ist sehr aufwendig. Das würde man nicht machen wollen. Viel einfacher ist es, über das Gegenereignis zu gehen. Wie lautet die Wahrscheinlichkeit des Gegenereignisses, wenn man das verbal ausformulieren würde? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass, ja, alle 23 Kinder an unterschiedlichen Tagen Geburtstag haben? Genau, das wäre sozusagen die Formulierung des Gegenereignisses. Ein Indikator dafür, dass man besser das Gegenereignis nimmt, ist so ein Wort wie mindestens. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens zwei Kinder von 23 am selben Tag Geburtstag haben? Da sieht man schon, es können zwei sein und drei sein und vier sein oder fünf oder zwei mal zwei oder drei Paare oder fünf Paare oder und so weiter, ne?
Und wenn da steht mindestens zwei am gleichen Tag, ist das Gegenereignis sehr eingeschränkt. Nämlich, keiner hat am selben Tag Geburtstag. Und das ist sehr einfach auszurechnen. Und das machen wir jetzt gemeinsam. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass keines der 23 Kinder am gleichen Tag Geburtstag hat wie die anderen? Irgendwie verfolgt mich die Kamera zu Momenten, wo ich das gar nicht will. Seltsam. Bleib jetzt, Kamera. Okay. Ja. Bitte? 23 365. wäre ein Vorschlag. Sind alle einverstanden? Ja. Hier ist der Vorschlag, wir sollten von hinten nach vorne gehen. Also irgendwas 365 mal 364 und so weiter. In welche Richtung geht das? Ja? Mit Fakultät irgendwie. Warum geht ihr in diese Richtung? Was wollt ihr denn ausrechnen? Das ist ohne Wiederholung. Der Tag, der schon mal, an dem schon mal ein Kind Geburtstag hatte, darf nicht mehr von irgendjemand anderem belegt werden. Also ohne Wiederholung, ohne Zurücklegen. Ohne Zurücklegen, genau. Also der Tag darf nicht wieder zurück in die Urne gelegt werden. Ja? Genau, die Reihenfolge spielt eine Rolle, weil es nicht egal ist, ob Paula am 1.1. Geburtstag hat oder Max oder so. Ja, genau. Okay, also ich wollte noch mal einen Schritt zurück. Was ist euer Plan? Ihr wollt die Anzahl aller Möglichkeiten ausrechnen, die es gibt, wenn Kinder an unterschiedlichen Tagen Geburtstag haben, 23 Kinder. Ihr wollt die Anzahl aller Möglichkeiten haben. Warum geht ihr auf die Anzahl aller Möglichkeiten? Weil zugrunde liegt ein Laplace-Experiment. Wenn wir davon ausgehen, dass die Wahrscheinlichkeit, an jedem Tag im Jahr geboren zu werden, gleich groß ist. Ja, ich weiß gar nicht, ob das der Fall ist. Ob, keine Ahnung, im Juli mehr Kinder geboren werden als im Dezember oder so. Aber gehen wir davon aus, die Wahrscheinlichkeit ist gleich groß, an jedem Tag geboren zu werden. Dann brauchen wir doch die Anzahl aller Möglichkeiten, die es gibt, wenn alle 23 Kinder an unterschiedlichen Tagen geboren sind, geteilt durch die Anzahl aller Möglichkeiten, um auf die Wahrscheinlichkeit zu kommen, wie viele Kinder sind wie viele der 23 Kinder sind an unterschiedlichen Tagen geboren. Nicht wie viele der Kinder, sondern um auf die Wahrscheinlichkeit zu kommen, für die Tatsache, dass 23 Kinder an unterschiedlichen Tagen geboren sind. Also, wir brauchen die Anzahl aller Möglichkeiten dafür, dass 23 Kinder an unterschiedlichen Tagen geboren sind. Wie würde man das ausrechnen? Sind schon ein paar Ideen gekommen? Ja? Weil wir ja gesagt haben, dass die Reihenfolge eine Rolle spielt. Reihenfolge spielt eine Rolle, kein Tag darf doppelt belegt sein. Multipliziert werden, sowieso, immer. Ne? Er hat zwischendurch noch additioniert. Ja, gut, du hast schon recht, genau. Ja. Und dann wäre also der letzte Tag 365. Stopp. Ich stelle die Kinder in einer Reihe auf, 23 Kinder.
das erste Kind. Wie viele Möglichkeiten gibt es für das erste Kind Geburtstag zu haben? 365. So, jetzt sagen wir, okay, das erste Kind Max hat an dem Tag Geburtstag. Das zweite Kind, wie viele Möglichkeiten gibt es für das zweite Kind Geburtstag zu haben? Ja, nur noch 364 Möglichkeiten, weil ein Tag schon weg ist. Wie viel gibt es für das dritte Kind? 363. Hm? Bitte? Alle 23 Kinder. Ja, wir brauchen alle 23 Kinder. So. Und jetzt ist die Frage, was ist die letzte Zahl? 343 wird vorgeschlagen. Alle einverstanden? Wir brauchen hier oben 23 Zahlen, ne? um diese Möglichkeiten auszurechnen. Was ist die letzte Zahl? Hier wird 343 vorgeschlagen. Alle einverstanden? Hat jemand eine andere Zahl? 342. Nehmen wir mal diese beiden Zahlen hier als Alternativen. Trust me, nur eine davon ist richtig. Ja. Welche? Machen wir eine kleine Abstimmung. Wer von euch denkt, 342 ist richtig? Mal die Hand heben. Mutig, entscheidet euch für eine. Wer denkt, 342 ist richtig? Ja, so ein paar. Wer denkt, 343 ist richtig? Die meisten. Sehr gut. Komisch. Magst du vielleicht noch mal erklären, wie du auf 342 kommst? Das wäre total wichtig, aber ja? 365 minus 23. Kommt man auf 342? Okay? Ja? Der zählt auch mit die 365, ne? Insofern muss ich nur 22 abziehen. Alternatives, also ein ganz einfaches Beispiel, wenn man sich nicht ganz klar ist, bei so großen Zahlen ist auch immer eine gute Strategie, ich gehe mal auf kleinere Zahlen. Angenommen, ich hätte nur 3 Kinder in der Klasse. Nur 3 Kinder, okay? Dann würde ich ja nur bis hierhin gehen. Ah, genau. 365 minus 3 ist aber 362. Ich darf aber nur bis 363 gehen. Warum? Weil ich hier bei minus 1, minus 2 hätte ich die beiden Möglichkeiten, aber ich habe doch auch noch die hier vorne. Die muss ich mitzählen. Das heißt, ich darf dann nur insgesamt minus 22 rechnen, weil ich die 365 hier vorne als 23. Kind ja schon mitgerechnet habe. Okay? Also sind wir uns jetzt einig, oder? Dass 343 die richtige Zahl ist. So, okay. Jetzt wissen wir, wie viele Möglichkeiten gibt es, also wenn wir das ausgerechnet haben. Klammer auf. Ja, ich weiß, ihr dürft in der Klausur keinen Taschenrechner benutzen. Zweitens, ja, es ist logischerweise so, dass ich euch diese Aufgabe nicht in der Klausur stelle. Es sei denn, ich schreibe dazu, ihr müsst es nicht ausrechnen bis zum Ende. Es reicht mir, wenn ihr die Formel aufstellt. Okay? Gut. Also ich werde von euch nicht verlangen, so etwas im Kopf auszurechnen. Gut. Und wie sieht es jetzt aus? Was brauchen, müssen wir ineinander schreiben? Wir haben jetzt ja noch keine Wahrscheinlichkeit. Ne? Wir haben die Anzahl der günstigen Fälle. Jetzt brauchen wir noch die Anzahl der möglichen. Was bedeutet das? Ja. 365 Tage fürs erste Kind und fürs zweite? Auch 365 Tage und fürs dritte? Auch und so weiter. Also was muss ich hier unten ausrechnen? Genau. Ich brauche eine Multiplikation von 23 365ern. So. Ja? Warum ist die Reihenfolge relevant? Es geht doch nicht um die Person. Hat
Habt ihr mal eine Idee? Ja? Ja, aber das würde bedeuten, dass der siebte Tag doppelt belegt werden kann, weil ja es einmal die Reihenfolge gibt, keine Ahnung, Lars, Jana, Moritz. Und dann könnte es aber auch sein, Jana, Lars, Moritz oder Moritz, Jana, Lars. Ne? Wäre ein Tag oder wäre eine Reihenfolge mehrmals möglich, aber es ist ja egal, welches Kind drankommt. Also ich finde es immer ein bisschen verwirrend mit Reihenfolge, ist wichtig oder nicht wichtig, weil es im Prinzip gedanklich andersrum ist. Also wenn sie eben wichtig ist, dann bedeutet das, dass es egal ist, es gibt nur eine einzige Möglichkeit. Und wenn sie nicht relevant ist, dann bedeutet das, sie können kreuz und quer sein. Also ich finde, es ist immer... Ja. Naja, ja, ja, nee, aber wenn sie nicht relevant ist, die Reihenfolge, dann können sie kreuz und quer sein, bedeutet mehr, dann zählen diese kreuz und quer Varianten als eine, wenn die Reihenfolge nicht relevant ist. Und bei der Reihenfolge ist relevant, sind die Kreuz- und Quervarianten, genau, wir wissen alle, was du meinst, die Kreuz- und Quervarianten zählen jeweils separat. Wenn wir uns einen Baum aufmalen würden, ja, würde man das folgendermaßen machen. Wir kennen die 23 Kinder mit Namen. Das erste Kind, haben wir vorhin schon gesagt, ist die Paula. Das zweite Kind ist der Max. Das dritte Kind ist, keine Ahnung, Leon. Das vierte Kind ist Lea. Okay. Und so weiter. 23 Kinder, die man jetzt hier untereinander schreibt. Wie viele Möglichkeiten gibt es für Paula, Geburtstag zu haben im Jahr für das erste Kind? 365. Für Paula gibt es 365 Möglichkeiten. Wenn Paula jetzt an diesem Tag Geburtstag hat, wie viele Möglichkeiten gibt es für Max? 364. Und so weiter. Na, das geht natürlich auf diese Lösung hier hinaus. Du fragst dich jetzt, warum ist Paula hat am 1.1., Max hat am 2.1. und so weiter nicht die gleiche Lösung wie Paula hat am 2.1. und Max hat am 1.1. Geburtstag. Naja, weil die Kinder in der Klasse dann an anderen Tagen Geburtstag hätten. Ja, das ist eine andere Klasse. Eine andere der möglichen denkbaren Schulklassen. Ich weiß, dass du noch nicht 100% überzeugt bist. Ne? Nicht überzeugt, ne? Du würdest eher rechnen, auf wie viele Arten und Weisen kann ich 23 Tage aus 365 auswählen? Kein Ansatz. Ah ja, genau, okay. Ja. Nee, aber gut. Es ist schon eine Frage, ne? Warum ist das hier richtig und nicht, ich wähle 23 Tage aus 365 aus. Auf wie viele Arten und Weisen kann ich das machen? Dann müsste ich nämlich sozusagen die Doppelten und Dreifachen und so weiter hier rausrechnen. Ne? Das wäre dann der Fall, bei dem ich 365 über 23 rechne. Ja, also meine Antwort an der Stelle ist, ja, das ist eben so, dass das dann unterschiedliche Situationen in diesem Kontext wären. Also das wären einfach unterschiedliche Klassen. In der einen Klasse hat Paula am 1.1. und Max am 2.1. Geburtstag und in der anderen Klasse hat Max am 1.1. und Paula am 2.1. Geburtstag. Das sind zwei unterschiedliche Möglichkeiten, wenn ich diese Klasse vor mir habe. Ja? Okay. So. Das ist jetzt, wenn wir das ausrechnen, die Wahrscheinlichkeit, dass keines der 23 Kinder am selben Tag Geburtstag hat. Wir wollen das aber gar nicht wissen. Was wollen wir wissen?
Also das ist die Wahrscheinlichkeit, dass ja, das Gegenteil. Was muss ich jetzt damit machen? 1 minus, genau. So. Hat es jemand ausgerechnet? Was kommt da raus? Ja? 0,51 ungefähr. Also 51%. Die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens 2 Kinder in derselben Klasse am nicht in derselben Klasse, in einer Klasse am selben Tag Geburtstag haben, ist größer als 1/2. Jetzt muss man auch bei so Sachaufgaben mal das Ergebnis, sich Zeit geben, das Ergebnis zu interpretieren. Ne? Also, was bedeutet denn das? Ihr werdet in eurem Berufsleben, angenommen, ihr habt die 4 Klassenstufen immer in derselben Klasse, also von der 1. bis zur 4. Klasse, das kann ja passieren in der Regel, ne? Oder manchmal hat man nur die ersten beiden und dann die 3. und 4. wieder. Angenommen, ihr habt eine Klasse 4 Jahre lang. Wie viele Berufsjahre habt ihr? 40 vielleicht. Ne? Ihr werdet also 10 Klassen haben. In jeder zweiten haben mindestens 2 am selben Tag Geburtstag. Das ist schon erstaunlich, finde ich. In jeder zweiten Klasse haben mindestens 2 am gleichen Tag Geburtstag. Und das können halt alle möglichen Fälle sein. 3 haben am selben Tag Geburtstag, 2 haben am einen Geburtstag, 2 haben am anderen und so weiter. Ich merke schon, ihr seid total abgebrüht. Das ja, okay, gut, ja, jeder, okay, jede zweite, okay, weiter, nächste Aufgabe. Das ist das sogenannte Geburtstagsparadoxon, heißt das, glaube ich. Das verblüfft einfach viele Menschen. Okay, euch verblüfft es nicht, aber viele andere Menschen sind dadurch verblüfft und ja, das akzeptieren wir jetzt einfach mal so. Habt ihr dazu noch Fragen?